It's Adam Smith Time. Herzlich willkommen, hier ist wieder Adrian Luckmann für euch. Heute mit folgenden Fragen. Was bestimmt den Wert aller Produkte und Dienstleistungen? Und warum messen wir den Wert trotzdem in einer anderen Größe? Welche Faktoren bestimmen den Wert einer Stunde Arbeit? Was ist wertbeständiger als Gold? Und warum? Heute geht es um den Realpreis und den Nominalpreis der Güte. Der Ursprung allen Wohlstandes ist die Arbeit und deshalb ist auch die Arbeit der Wertmesser für alle Produkte. Die enthaltene Arbeit bestimmt den Wert eines jeden Produktes und damit auch den Preis. Wenn wir etwas kaufen, fragen wir uns immer, wie viel Arbeit erspare ich mir damit? Und ist es den Preis wert? Oder lohnt es sich dann eher, das Produkt selbst herzustellen? Und durch diese Frage ist auch die Arbeitsteilung entstanden. Mein Nachbar konnte etwas besser als ich, also lohnte es sich doch, wenn er das tut und ich etwas anderes für ihn. Wofür ich eine Stunde lang gearbeitet habe, das soll aber auch eine Stunde wert sein. Mein Nachbar soll für das, was er mir gibt, auch eine Stunde gearbeitet haben. Ich möchte etwas von meinem Nachbarn haben, wo er genauso viel Mühe reingesteckt hat, wie ich in das, was ich ihm gebe. Das ist der Idealfall und das ist sozusagen der versteckte Wert hinter allen Gütern. Wo gleich viel Arbeit drinsteckt, das soll auch gleich viel wert sein. Und damit kommen wir gleich schon zum praktischen Problem, warum die Arbeit nur theoretisch der Tauschwert und nicht praktisch ist. Was ist eine Einheit Arbeit? Mein Nachbar kann hart arbeiten und ich kann trödeln. Und daran sieht man schon, eine Stunde Arbeit ist nicht gleich eine Stunde Arbeit. Es kommt darauf an, wie hart ich arbeite. Es kommt darauf an, ob ich eine Ausbildung gemacht habe und wie anstrengend diese war und gegebenenfalls wie teuer. Wenn ich eine Ausbildung gemacht habe und womöglich auch noch den Unterricht bezahlt habe, habe ich Arbeit in mich investiert. Arbeit, mit der ich Geld hätte verdienen können, welches jetzt auf meinem Sparbuch liegen könnte und Zinsen abwerfen könnte. Oder wovon ich eine Fabrik hätte kaufen können, die Profite abwirft. Wer meine Arbeitsleistung kaufen möchte, muss also auch diese Zinsen bezahlen, plus einen Risikoaufschlag, weil es mir passieren hätte können, dass ich in eine Ausbildung investiere, die nicht gefragt ist. Würde das nicht bezahlt werden, würde sich keiner mehr ausbilden lassen, weil es ja sinnlos wäre, sich ausbilden zu lassen, wenn man nichts davon hat. Somit muss man anerkennen, dass meine Arbeit mehr wert ist, wenn ich dafür eine Ausbildung benötige. Und damit haben wir die Frage beantwortet, warum Arbeit zwar der Wertmesser für alles ist, warum wir aber trotzdem lieber in Geld bezahlen. Es ist zu kompliziert, jedes Mal zu überlegen, wie viel es wert ist, und es ist auch schwierig festzustellen, ob sich jemand angestrengt hat. Wenn man einfach Geld nimmt und den Markt das alles bewerten lässt, ist es zwar durch ein paar andere Faktoren noch verunreinigt, aber insgesamt ist es praktischer und man bekommt die beste Annäherung. Ich habe auch ein Beispiel für eine Verunreinigung. Wenn du zum Beispiel mit veralteten Maschinen arbeitest, dann kannst du die gleiche Menge objektive Arbeit reinstecken, aber du bekommst trotzdem nicht die gleichen Resultate. Und natürlich weicht der Realpreis in einem solchen Fall ab. Das passiert in der Realität auch regelmäßig, weil nicht alle zur gleichen Zeit modernisieren und dadurch auch nicht die gleichen Hilfsmittel zur Verfügung haben. Stichwort schöpferische Zerstörung nach Josef Schumpeter wäre hier zu nennen.
Aber das ist ja auch ein Grundprinzip der Marktwirtschaft, dass es immer derjenige machen soll, der es am besten kann und dass man sich nach diesem Maßstab richtet und nicht nach dem Maßstab, wer es am schlechtesten kann. Und Hilfsmittel sind ja auch ein legitimer Weg, seine Fähigkeiten zu verbessern. Kommen wir nun zur Frage zurück, was wertbeständiger ist als Gold. Es ist Getreide, und zwar weil Getreide ein Grundnahrungsmittel ist. Wir haben das Thema eben schon angeschnitten. Wenn Arbeit der eigentliche Wertmesser ist, um herauszufinden, wie viel etwas wert ist, dann wundert es nicht, wenn Getreide wertbeständiger als Gold ist. In jeder Arbeit steckt Nahrung drin. Wer arbeiten möchte, muss essen. Wer also Arbeiter einstellen möchte, muss ihnen wenigstens so viel bezahlen, wie er zum Leben braucht. Also ist ein sehr großer Anteil davon für Lebensmittel vorgesehen. Aber das gilt nicht nur für die Niedriglöhner, sondern auch für alle anderen. Weil auch wer mehr verdient, kauft Sachen, die wieder von Niedriglöhnern produziert wurden und bezahlt damit vor allem die Ernährung der Friseusin zum Beispiel oder wen auch immer. Werden die Lebensmittel teurer, muss er mehr für seinen Friseurtermin bezahlen, weil die Löhne steigen müssen, um die Friseusinnen zu ernähren und die Friseure. Letztendlich gilt das für alles, was wir kaufen können. Es steckt Nahrung da drin. Immer dann, wenn Arbeit da drin steckt. Und das ist ja, wie wir eben schon gesagt haben, immer der Fall. Und weil Weizen ein Grundnahrungsmittel ist, ist andererseits wieder der größte Anteil davon Weizen oder eben ein anderes Grundnahrungsmittel. Zumindest theoretisch kommt das hin, dass Grundnahrungsmittel auch in Hunderten von Jahren noch etwa die gleiche Menge Arbeitskraft kaufen können wie heute. Es stimmt auch nicht hundertprozentig, aber es ist viel wertbeständiger als auf Gold oder Geld zu setzen. Gold kann dadurch an Wert verlieren, dass es neues Gold gefunden wird. Und das geht nur in eine Richtung. Neues Gold kann gefunden werden, schon gefundenes Gold kann nicht mehr verloren gehen. Damit wird klar, umso länger die Dauer, umso wahrscheinlicher wird ein Wertverlust von Edelmetallen. Auf kurze Sicht sind Edelmetalle aber sehr wertbeständig und auch dem Getreide überlegen, welches durch gute oder schlechte Ernten auf 10 Jahre betrachtet doch erheblichen Wertschwankungen ausgesetzt sein kann, die sich nicht unbedingt in den Löhnen ausdrücken müssen. Im Gegenteil, die Löhne reagieren kaum bis gar nicht auf kurzfristige Marktschwankungen, ebenso wie die Edelmetalle langsam aber stetig an Wert verlieren. Ist auch Geld dieser Tendenz ausgesetzt? Das Geld ist in den Händen der Herrschenden und diese entwerten das Geld gerne, um Staatsschulden zu begleichen. Und weil eine Steuererhöhung der unpopulärere Weg ist, um die Staatskassen zu füllen, warum soll man sich unbeliebt machen und die Steuern erhöhen, wenn man genauso gut neues Geld drucken kann? Hier einige Methoden zur Zeit Adam Smiths, wie man den Geldwert verändert hat. Gesetze legen fest, wie viel Gold oder Silber in einer Münze enthalten ist. Herrscher mit Kriegsschulden haben sich meistens nicht an dieses Gesetz gehalten und den Gold- und Silberanteil heimlich verändert und mit den gefälschten Münzen bezahlt. Sobald der Schwindel rauskam, stiegen die Preise und die Gesetze wurden offiziell verändert. Außerdem wurde ein Wechselkurs zwischen den Münzen festgelegt, also zwischen den verschiedenen Münzen in einem und dem gleichen Land. Und
Dieser konnte verändert werden. Wir erinnern uns an die Mark und die Pfennige aus der letzten Folge. Früher waren 120 Pfennige eine Mark. Der gesetzliche Wechselkurs regelt meist den Wert der Münzen verschiedener Metalle zueinander. Man stellte mit der Zeit fest, dass es praktischer war, verschiedene Metalle zu verwenden, um einfacher Münzen verschiedenen Werts prägen zu können. Ein einheitlicher Wechselkurs zwischen den Münzen verschiedenen Metalls war aber auch wünschenswert und so wurde dieser von der Regierung festgelegt und immer mal wieder verändert und angepasst, manchmal auch missbräuchlich. Das war sogar die Regel. Daher riet Adam Smith, wenn man Ländereien über eine fortlaufende Rentenzahlung verkaufen möchte, sollte man die Rente nicht in Edelmetallen oder gar Währungseinheiten ausmachen, sondern am besten in Getreidemengen. Er schützt einfach vor dem Wertverfall der Renten. Er fügt ein beeindruckendes Beispiel an. Im 18. Regierungsjahr Elisabeths wurde angeordnet, dass ein Drittel der Renten aller vom College verpachteten Güter in Getreide bemessen werden sollte. Zahlbar entweder in Naturalien oder in Geld, jeweils berechnet nach den Getreidepreisen auf den nächsten Markt. Die Geldsumme aus dieser Getreideparacht beträgt heute, obwohl sie ursprünglich nur ein Drittel betrug, gegenwärtig nach Dr. Blackstone gewöhnlich fast das Doppelte der Einkünfte aus den anderen beiden Dritteln. Demnach müssen die alten Geldrenten des Colleges nahezu auf ein Viertel ihres früheren Wertes gefallen sein. Anders ausgedrückt, sie sind heute lediglich noch ein Viertel der früheren Getreiderenten wert. Und dabei wurde der Nennwert der englischen Münzen seit der Regierung Philipps und Marias wenig oder überhaupt nicht geändert. Und auch der Feingehalt blieb nahezu gleich. Allein der Wertverlust des Silbers verursachte mithin diesen Wertschwund bei den Geldrenten der Colleges. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Nominalpreis und Realpreis verschieden sein können. Der Nominalpreis ist der Preis in Euro und Cent. Dieser sagt aber nichts darüber aus, wie hoch der Realpreis ist, also wie viel ich dafür arbeiten muss. Das beste Beispiel dafür ist der beliebte Satz vom Großvater: Früher hat eine Kugel Eis noch 5 Pfennig gekostet. Wären der Nominal- und Rentenpreis identisch, müsste ein Eis heute noch 5 Pfennig kosten. Oder eher weniger, weil wir heute effizienter arbeiten und heute in einer Kugel Eis weniger Arbeit steckt als früher. Zur gleichen Zeit, am selben Ort, ist der Nominalpreis aber immer gleich dem Realpreis. Okay, bis nächste Woche, wenn's wieder heißt, It's Adam Smith Time.